Ja, Mosasaurus, jawohl, er ist da, wir haben ihn. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Und wir haben es beim letzten Mal bereits geschafft, die Lagune voll auszubauen für den Mosasaurus. Da ist aber noch kein Mosasaurus drin. Diese Kleinigkeit werden wir jetzt noch schnell erledigen, meine lieben Freunde. Aber an der Stelle natürlich die Aufforderung an euch, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Jurassic World Evolution 2 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke oder am Ende verlinkt. Und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren, ob ihr schon einen Mosa habt. Vielleicht habt ihr den ja auch schon. Ja, was ihr so für Stats habt bei eurem Mosa, wie euer Mosa so ist. Und ob ihr das überhaupt spielt oder nicht. Genau. Ich habe nämlich nochmal offscreen ein paar Fossilien besucht. Besorgt. Ich habe sie besucht. Ich habe sie besucht und besorgt, genau. In den Niederlanden. In den Niederlanden habe ich komplett leer geplündert. Ich bin eingeritten in den Niederlanden, habe alle Mosasaurier mitgenommen. So, und jetzt haben wir immerhin 82%. In Nordamerika gibt es nämlich noch eine Stelle, wo es Mosa-Fossilien gibt. So, und dann würde ich mal sagen, Wissenschaftler Schuhweichen. Ich habe die Wissenschaftler auch nochmal in Urlaub geschickt, damit die mir den Mosasaurus jetzt nicht völlig verhunzen. Und dann würde ich sagen, wir werden jetzt mal hier diesen Mosa ausdifferenzieren. Und wir brauchen Genom 13. Oh Gott, kriegen wir das überhaupt? Mit den Stats, die wir jetzt haben? Nope. Okay, wir müssen offensichtlich die Wissenschaftler noch ein bisschen aufrüsten hier. Wir müssen ja dann quasi hier hinkommen. Genau hier, Wissenschaftler, Forschung erforderlich. Personalverbesserung, das müssen wir mal machen jetzt noch schnell vorher. 16 brauchen wir. Dann nehmen wir mal die Besten der Besten der Besten, die wir haben. Genau. Ja, funktioniert. 2 Millionen. Okay, dann können wir die nämlich nochmal trainieren. War ja klar, dass noch eine Kleinigkeit fehlt. Dauert nur 4 Minuten. Was? Ah! Nicht das auch noch jetzt. Okay, ja, gut. Okay, die Forschung läuft ja währenddessen durch. Moment, ich muss die Schutzräume aufmachen. Alle Schutzräume öffnen. Und wir können direkt uns gleich mal... Ah, um den T-Rex kümmern, warte. Wir können gleich direkt den T-Rex betäuben. Was ist hier jetzt? Hallo? Ich habe doch gerade angeklickt. Hier, Einfangsteam. Aufgabe hinzufügen. T-Rex betäuben. Und am besten gleich hier die auch noch. Die anderen auch. Wir haben ja ein zweites Team. Jetzt auch. Ein zweites Organisationsteam hier. Gucken wir mal. Welches startet jetzt, um die zu betäuben? Dieses ist unterwegs, das andere ist noch am Start. Warte. Wo ist das andere? Hier ist das andere. Dem geben wir auch gleich mal die Aufgabe, hier noch weiterzumachen. Genau. Schön alle betäuben. Und die können wir ja dann wieder absetzen, wenn der Sturm vorbei ist. Ich betäube einfach mal so wild in die Runde. Ich verteile einfach mal kostenloses Betäubungsmittel. Und? Wo ist er, der Sturm? Wo ist er? Boah, direkt hier. Ein Gebäude wurde vom Sturm beschädigt. Okay, warte, warte, warte. Gleich mal hier die Ranger-Aufgaben verteilen. Heiligsblechle. Okay, gleich mal hier rüberfahren mit dem Ranger. Und gleich mal die Zäune reparieren lassen. Gleich mal hier vorne reparieren. Alles reparieren. Gebäude hier. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon wieder absolutes Chaos hier. Reparieren, reparieren. Zäune reparieren. Gebäude reparieren. Alles reparieren. Ah, der... Ah! Er geht den Berg hoch. Nein, mein Forschungszentrum. Okay, warte, warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Okay, das ist alles noch manageable. Das ist... Oh Gott, das ist alles noch manageable. Ich sag's euch. Okay, warte. Meine Fahrzeuge sind alle viel zu langsam. Deine Parkbewertung und der Gewinn haben sich diesen Monat um 36% verschlechtert.
Mach Sachen! Fahr auftanken! Nein! Sollst auffüllen! Auffüllen! Jetzt! Auffüllen! Jawohl, sehr gut. Okay, jetzt hier. Warum steht ihr da nur rum? Warum habt ihr keine Aufgabe? Warum macht ihr nichts? Ich glaube, es hackt. Alles reparieren hier, los. Nein. Ich sagte reparieren. Jawohl. Schnell. Und ihr auch. Hier ist noch ein Loch im Zaun. Machen und tun, machen und tun, machen und tun. Schnell. Da, immer noch kaputt, immer noch kaputt. Alles ist immer noch kaputt. Was macht ihr da? Schnell, Aufgabe hinzufügen, reparieren, reparieren. Aber es ist keiner entkommen, oder? Die sind alle noch in ihrem Gehege. Ja, sehr gut, nice. Okay, dann mache ich mal schnell die Schutzräume auf. Wunder, also schließen. Aufmachen, schließen. Und sehr schön, die Forscher forschen trotzdem weiter, obwohl das Forschungszentrum kaputt ist. Hervorragend. Das ist mal echte Aufopferungsbereitschaft der Mitarbeiter. Draußen tobt der Sturm, die ganze Fassade wird abgerissen. Das Gebäude ist nicht mehr intakt, aber hey, wir forschen weiter trotzdem. Nicht schlecht. Das ist Einsatzbereitschaft. So, dann lass mal die Dinosaurier absetzen wieder, die Betäubten. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ich glaube, das war auch gar nicht schlecht, dass wir die so betäubt haben. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Sehr gut. Oh Gott, meine lieben Freunde, ich kann euch sagen, dieses Chaos in diesem Chaos-Modus. So, die machen ja irgendwann eh von alleine auf. Wenn ich einen vergessen sollte mit dem Absetzen, dann passt das ja. Ist ja nicht schlimm. So, hier werden die letzten Gebäude repariert. Hallo, das da auch reparieren. Wie lange die brauchen, um da hinzufahren, ey. Unglaublich. Forschungspersonalverbesserung. Ja, nice. Sauber, sauber. Warte. Gleich mal die Wissenschaftler upgraden. So, was war das jetzt, was wir gebraucht hatten? War das jetzt Wohlbefinden? Nee, Genetik war es. Warte mal. Genetik. Hier, warte mal. Dann trainieren wir die jetzt mal gleich auf Maximum Genetik. Würde ich sagen. Sie hier kriegt auch noch einen Genetikpunkt und dann den Rest in Wohlbefinden. Und sie hier kriegt auch noch mal alle Punkte in Genetik, genau. So, sie hier war ja Logistikerin. Sie kriegt mal die letzten zwei Punkte in Logistik und noch, ja, noch einen in Wohlbefinden oder, ja. Nee, warte mal. Falls wir bei den Forschungen, die sie macht, auch noch Genetik brauchen sollten, können wir durchaus noch mal einen Genetikpunkt reinpacken, damit das ausgeglichen ist. So, er hier kriegt, diese beiden Dinger kriegt er jetzt auf Maximum hier, Genetik und Logistik. Und er hier kriegt nochmal Genetik jetzt auf Maximum. Und Logistik auch. Nee, warte mal. Er kriegt noch einen Punkt bei Wohlbefinden. So. Falls wir für den Moser noch Wohlbefinden brauchen. So, jetzt können wir das machen, oder? Irgendwas stimmt noch nicht. Irgendwas. Ah, hier. Hier ist immer noch ein Gebäude. War hallo? Was ist mit euch? Oh, krieg schon wieder einen Krampf. Ich fahre selber dahin. Ich mach das selber jetzt. Da sind ja immer noch Gebäude kaputt. Sind immer noch nicht dahin gefahren, oder was? Achso, die sind nur so leicht kaputt hier, weil? Die Sachen. Da hinten sind noch leicht beschädigte Gebäude, die mir nicht angezeigt wurden, richtig? Ja! Gehen Sie mal aus dem Weg, was soll denn das? Die Gäste stellen sich mir in den Weg. Ich bin der Ranger. Ich muss wichtige Aufgaben erfüllen. Lassen Sie mich durch. Loch im Aviarium? Nee. Ist kein Loch drin. Es geht alles noch. Ist nur leicht beschädigt. Mann. So, jetzt. Ach. Jetzt zurück zum Mosasaurus. Jetzt müsste das doch gehen, oder nicht? Wissenschaftler zuweisen. So. Wir brauchen eine Genetik, einen Genetikwert von 13. Das heißt Safar, Moreno und Juarez. Ne, warte mal, wir nehmen mal Scott noch dazu, weil die anderen brauchen wir dann fürs Wohlbefinden wieder. Genau, Aufgabe starten. Mosasaurus, 2 Minuten. Sauber. So, und ich würde sagen, wir sorgen uns auch schon mal, dafür, dass wir den Plesiosaurus noch freischalten hier und den Ichthyosaurus. Da habe ich nämlich mal wirklich Bock drauf.
Hier, guck mal, das kann sie im Alleingang direkt machen. Sie hat genug Wert dafür. Ah, da ist noch einer betäubt, oder? Warte. Ja, den haben wir vergessen da, den einen. Zu wenig Ranger-Stationen? Nee, das sind schon genug. Die sind einfach inkompetent beim Fahren. Das ist einfach nur Inkompetenz. Mehr ist das gar nicht. Ich will den Plesiosaurus eigentlich unbedingt haben. Das wäre mal richtig geil, wenn wir mal einen Plesiosaurus bekommen. Das Loch Ness-Monster quasi. Das wäre mal gut. So, bin jetzt mal gespannt. Meine lieben Freunde. Der Mosasaurus. Er ist nicht mehr weit weg. Es wurde ja schon gesagt, beim Mosasaurus kriege ich nur ein Ei. Das ist aber schade. Ich hätte schon irgendwie Bock auf zwei Mosas. Das wäre irgendwie noch ein bisschen cooler als im Film, wo sie nur einen hatten. Ich weiß auch nicht, ob mein Becken groß genug ist. Das kommt auch noch dazu. Kann auch sein, dass wir hier das Becken noch größer machen müssen. Wir haben es geschafft. Dann gucken wir mal. Eier auswählen. Ja, es ist tatsächlich nur eins. Bei Alpha ist das gesamte Territorium betroffen. 30% Umweltbedürfnisse und 30% Dominanz. Wir haben ein dominantes Alpha-Männchen. Na toll. Okay, wir brauchen sehr viel Wohlbefinden. Na, gucken wir mal, ob das jetzt klappt. 13 brauchen wir. 1, 2, ja, das geht. Ist okay. Gut, dass ich das so aufgeteilt habe nochmal mit dem Wohlbefinden auch. Sehr gut. 6 Minuten bis zum Mosasaurus. Offenes Gelände möchte er haben. Hai und Sicherheit. Hm. Ja, aber was will er eigentlich machen, wenn seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, frage ich mich. Will er sich mit einem Bauchklatscher auf die Tribüne werfen oder was will er da machen? Die Tribüne ist auch verdammt nah dran, muss ich mal sagen. Der Mosa, der wirft sich einfach dann mit so einem Bauchklatscher auf die Besuchertribüne drauf. Das wäre so lustig. Das wäre so lustig. Heb mal wieder die Tribüne an, ne? Jetzt bin ich mal mega gespannt. Gleich kriegen wir die Plesiofossilien, die erste. Genau das macht er wahrscheinlich. Was soll er sonst machen auch? Er hat ja keine andere Wahl. Fliegen kann er ja nicht. Noch nicht. Wenn wir noch ein bisschen an der Genetik rumfummeln, dann kann er irgendwann auch fliegen, glaube ich. So, hier, das macht mal der Herr Scott. Können wir die gleich mal analysieren, die Fossilien. Da kommen nämlich gleich wieder die nächsten. In einer Minute. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Platz. Dauert ganz schön lange mit dem Mosa, ne? Aber es ist ja natürlich auch mit eins der größten Tiere, die wir hier in Jurassic World haben können. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen Geduld haben. Wie sieht es eigentlich hier so aus? Ist hier noch alles cool? Komfort 95. Was fehlt denn dem hier? Für die 100. Kohabitation. Ist wohl zu viel, oder was, im Gehege? Naja, dann sind da halt mal ein paar mehr drin. Ist halt so. Oxford Clay, jawohl. Neue Fossilien. Der Para ist zufrieden. Wahrscheinlich auch Kohabitation das Problem. Ja, es sind ein paar Tiere zu viel im Gehege, aber gut. Ist halt dann so. So, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben bekommen... Da, einige Fossilien vom... Von der Schlange? Ah, hier. Plesiosaurus. Jawohl. Einige Plesiosaurus-Fossilien haben wir gekriegt. Bin mal gespannt. Gleich ist die Fossilienanalyse durch. Schon wieder ein Sturm? Da war gerade erst einer. Hört auf. Das reicht doch jetzt mal. Ich will mal ganz kurz hier mal mich organisieren hier auch. So. Hammer. Plesiosaurus. Der sieht ja komisch aus. Der hat, sieht ja, hat ein großes Maul. Hier genau den. So. Und das hier noch. Wissenschaftler hinzufügen. Das macht jetzt mal der... Der hier macht das jetzt mal. Und der andere kann sich tatsächlich gleich mal wieder hinlegen. Der ist schon wieder so ausgepowert hier, der eine. Die können sich beide hier mal hinlegen. Die können sich beide mal gemeinsam hinlegen. Sehr schön. Wir haben hier eine sehr freie Mitarbeiterkultur, wenn ich das mal sagen darf. Ist alles sehr offen und freizügig. Das muss ja auch so sein, ja? Wenn wir hier genetische Experimente machen. Die machen wir nicht nur mit den Dinosauriern. So, jetzt egal. Wie sieht's denn aus mit den Eiern? Oh, mal wie oft was anderes zu sprechen zu kommen. Wie sieht's denn mit den Eiern jetzt aus? Und jetzt ist dann halt die Frage, kann man den kohabitieren? Der Mosa ist fertig, Saurier freilassen. Oh mein Gott. Was für eine geile Perspektive, oder ist er? Oh. Mann, ist das ein großer Schwanz. Guckt euch den Riesenschwanz an. That's what she said.
Medizinischer Scan erforderlich. Wie sich der Edmonto gleich wieder in den Mittelpunkt schieben will. Das ist keine Kaulquappe, habe ich bekommen. Achievement! Dr. Wu will die Velociraptoren-Population erhöhen. Also holen wir einen Spezialisten. Ex-Militär. Er ist eher ein Freigeist. Also musst du ihn groß halten. Mein Name ist Grady. Owen Grady. Meine Aufgabe hier ist es, mich um die Saurier zu kümmern. Ich bin Tierverhaltensforscher. Zuallererst sollten wir ein Rudel Velociraptoren. Nein, haltet die Klappe, lasst mich in Ruhe, ich will nicht. Owen hier soll sicherstellen, dass alles nach Plan verläuft. Ja, ja, Mosasaurus, jawohl, er ist da, wir haben ihn. Die fieseste Meereskreatur, die je gelebt hat, nach dem Megalodon. Nice. Der Mosasaurus. Ah, ist schon geil gemacht. Endlich. Endlich Wasserdinos in Jurassic World. Endlich ist es soweit. Meine lieben Freunde, dieser Moment, dieser glückselige Moment, wenn man endlich die Wasserdinos in Jurassic World hat. Nice. Geil, warte mal, jetzt muss ich mir das mal angucken. Jetzt fahren wir mal hier mit der Tribüne nach unten und gucken uns das mal an. Oh, ist das laut. Ich will das mal wissen, wie das für die Besucher aussieht. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Gibt es auf eurer Mosasaurus-Tour vielleicht auch zufällig mal einen Mosasaurus zu sehen? Hallo? Hallo? Was? Was ist passiert? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe nichts gesehen. Moment. Ich glaube, wir müssen mal hochfahren. Jetzt hat er sich die Besucher geholt, oder was? Ach nee, der hat sich ein Hai Der hat sich den Haider geholt. Medizinischer Scan. Ich glaube, meine Dinosaurier krepieren gerade. Aber es ist mir gerade sowas von egal. Kann man irgendwie ranzoomen? Ah ja, tatsächlich. Es geht sogar. Los, hol ihn dir. Komm. Hä, der hat seinen Schwanz durchs Gehege gesteckt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, meine Tiere sterben gleich alle. Man kommt nicht mal, man kann sich nicht mal die Tiere angucken. Man muss immer Multitasken hier in diesem Jurassic World. Ich sag ja, nennt das Spiel doch einfach Multitasking World. Verdammt nochmal. Man kommt nicht mal dazu, das zu genießen, ey. Nicht mal 5 Minuten werden einen hier gelassen. So, jetzt hier untersucht die halt. Das ist bestimmt wieder irgendeine mega ansteckende Seuche hier. Die Dinosaurier haben wieder keine Maske aufgehabt. Ich habe euch 100-mal gesagt, ihr sollt Masken tragen. Aber nö. Unglaublich. Lass die Besucher dichter ans Gehege, sonst kommt der Mosa nicht an sie ran, ja. Ich will das jetzt mal hier sehen, wie er sich den schnappt. Wo ist er denn eigentlich, der Mosa? Man sieht ihn gerade gar nicht. Da hinten ist er, glaube ich, irgendwo. Ja, da hinten. Hier, Fressi, Fressi, komm, Mamamf, Mamf, Mamf. Mama, 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 Mamf. Lecker, Mamf. Krankheit. Okay, was für eine Krankheit? Diese nervigen Krankheiten. Erkältung. Ja, das geht doch von alleine weg, oder nicht? War das nicht so? Erholt sich mit der Zeit. Ja, da sollen sie sich mal nicht so haben hier. Sezial. Das ignorieren wir jetzt einfach. Hier, Mosa, komm mal her. Put, put, put. Lecker, Mamfi, Mamfi. Brüte die folgenden Saurier aus und lass sie frei. Velociraptor. Okay, das werfen wir mal nebenbei vielleicht noch mal kurz an. Würde ich sagen. Warte, 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 warte. Da müssen wir eine Expedition losschicken. Nach China, glaube ich. Ja, genau, China. Da brauchen wir, genau, hier ist, er macht das jetzt hier. Und da können wir nochmal Wissenschaftler ausruhen lassen gerade. Sie kann sich ausruhen, sie kann sich ausruhen. War anstrengend, den Mosa auszubrüten. Und ihn lassen wir auch ausruhen. Dann sind sie alle ausgeruht. Sehr nice. Mosasaurus! Und hat er jetzt Kohabitation eigentlich? Fehlender Hai. Hä, stimmt doch gar nicht. Der Hai ist da hinten. Du musst auch dahin, wo der Hai ist. Soll ich mal ihm noch eine zweite Futterstation noch machen? Ich will noch mal kurz gucken. Ach, 2 Haie braucht der. Okay, der braucht 2. Stopp, stopp, stopp. Aufpassen. Wir haben einen Hai zu wenig. Da brauchen wir.
auch einen Hai. Machen wir mal genau neben das Hotel. Genau, das ist bestimmt eine gute Idee. So, jetzt hast du doch bestimmt. Ja, guck mal, 92%. Und was ist jetzt noch nicht in Ordnung? Ach, der Bereich. Okay, er ist ein bisschen klein, das Gehege, wie es aussieht. Können wir ihm das jetzt einfach so vergrößern? Wenn wir hier noch ein bisschen das ausbauen, warte mal. Gib mir mal die Straße, warte mal, pausier mal kurz. Ich mache jetzt mal die Straße hier, die mache ich jetzt mal weg. Hier, die hier. Und dann machen wir hier einfach einen großen Bogen. Oder wir machen erstmal das Gehege größer, genau. Gesperrt. Ach so, wegen der Dings. Warte, dann muss ich das abreißen. Und dann müssen wir ihm hier mal noch ein bisschen was zugeben. Und dann sagen wir, die Futterstation, die machen wir jetzt mal da so hin. Ja, okay, muss erst fertig werden wahrscheinlich. Er hat ja noch eine Fressstation, genau. So, und dann machen wir hier mal die Straße ein bisschen kleiner. Straße meine ich, genau. So, dann machen wir die nämlich hier so rundrum. Genau so, nice. Und das Schniebelchen mach mal weg. Wunderschön. Ah, jetzt kann ich die Futterstation setzen noch, die andere. Die können wir ja dahin machen. Und dann da noch so ein Besucherpodest. Huch. Eingehende, jawohl, Parkbewertung auf 4,5 Sterne, nice. Yes, 106% mehr Geld als im letzten Monat. Sauber, sauber, sauber. So muss das sein, so wollen wir das haben. Ausgezeichnet, genau. Hier nochmal eine Beobachtungsposten. Oder hier, genau, nee, da oben, genau. Dann haben wir den direkt neben dem Haifischfutter-Dings. Niedrige Gesundheit, ja, das sind die Kranken, was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Wenn sie krank sind, dann müssen sie gesund werden. Gallimimus hat ein nicht diagnostiziertes Leiden. Alter, was ist das für eine Epidemie hier? Wollt ihr mich eigentlich gerade rollen? Das gibt's doch gar nicht. Epidemosaurus. War wo? Was? Nein. Hier. Fahrzeug und gib ihm. Hier. Analysieren, heilen, alle heilen. Alles wegheilen jetzt. Gibt's doch nicht. Oh, hat er gerade gefressen? Jetzt habe ich es nicht wieder nicht gesehen. Aber jetzt müsste es ihm eigentlich gut gehen. Guck mal, jetzt hat er 100%. Sehr nice. Jetzt fühlt er sich wohl. Oh, ich glaube, er will den Hai, oder? Er will den Hai? Ja, er hält genau drauf zu. Los, hol ihn dir. Möchten Sie herausfinden, was unter den Wellen liegt? Wir hoffen es, aber Sie könnten ein wenig nass werden. Hm. Möchten Sie herausfinden, was unter den Wellen liegt? Springen Sie doch rein in unsere tolle Lagune. Das Wasser ist einladend. Komm. Lecker Happa Happa. Ach, du langweilige Kreatur. Warum willst du nicht fressen? Ihr seid doch Fressmaschinen. Er möchte nicht gefüttert werden. Er will jagen wahrscheinlich. Warte mal, jetzt. Komm, hol ihn dir. Komm, komm, komm. Das zieht gut aus. Ja! Jawoll, ja! Lecker Sushi, meine lieben Freunde. Lecker Mosa-Sushi hier. Sauber. Wo ist denn mein Mediziner? Wo ist denn der gerade? Ist der gerade im Gehege? Nee, warum ist denn der da jetzt immer noch? Der steht da immer noch rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Fahr doch mal da rein und heil die mal. Immer muss ich denen ihre Arbeit erklären, jedes Mal. Jeder normale Betrieb wäre schon längst bankrott gegangen, wenn der Chef immer jede Anweisung per Hand geben muss hier. Gibt's doch alles nicht. Jeder normale Betrieb wäre schon längst Insolvenz anmelden müssen bei solchen Mitarbeitern. So, Raptoren, genau. Hatten wir jetzt die Fossilien schon bekommen? Ja, ich glaube schon. Fossilien ansehen. Ich komme ja aus dem Staunen gar nicht mehr raus hier. Genau, Velociraptoren. Die wollen wir jetzt mal hier einreihen, würde ich sagen. Zack. Wissenschaft zuweisen. Da machen wir jetzt hier Incheck. Murphy kann das machen. Zack. Und dann gucken wir mal. Gleich noch einen Schwung Fossilienbär sorgen, würde ich sagen. Ja, da in China, da waren noch mehr, glaube ich. Noch mehr Raptoren. Ja, hier, guck mal, da. Nein! Ich muss ja noch den Wissenschaftler aussuchen. Ja. Das ging jetzt eine Idee zu schnell. Gebe ich ja gerne zu. Hier, sie kann das machen.
gleich im Alleingang direkt machen lassen. Du kannst dem Moser auch eine Fischfutterstation geben. Kann ich, ja. Für Unterwasser. Aber was macht das für einen Sinn? Wir wollen ja, dass die Besucher die Mega-Attraktionen sehen, wenn er da hochspringt und ne, den Hai vertilgt. So, ich wollte jetzt noch mal gucken wegen Attraktionen hier allgemein. Guck mal, wir brauchen hier nämlich Getränke, wir brauchen Geschenke, wir brauchen alles. Ich erforsche jetzt mal mit meinen Wissenschaftlern hier die Einrichtungen für die Gäste. Getränke und sowas hier, weil wir brauchen mal die großen Läden jetzt. Hier Verbesserung, wo war das? Ist das hier? Mittelgroße Einrichtung. Ja, wir brauchen mal das alles jetzt. Hier, das kann er mal komplett im Alleingang machen. Können wir zufällig noch gleichzeitig... Nee, gleichzeitig geht nicht. Alles klar. Das muss auch mal sein hier. Wir haben immer nur die kleinen Anlagen. Da decken wir den Bedarf gar nicht richtig von den Gästen. Da kriegen wir gar nicht das Geld, was wir kriegen könnten. Und die Parkbewertung kann auch nicht so hoch steigen. Ja, genau, sehr gut. Aufgabe hinzufügen hier. Achso, geht ja nicht, warte. Ah. Stopp. Nicht rausfahren, da sind immer noch welche, die keine Gesundheit haben. Heilen, heilen, heilen. Alle heilen. Aber da sind irgendwie noch andere krank, kann das sein? Irgendwie haben wir hier noch mehr Kranke. 4 sind angeblich krank. Aber ich sehe hier nur 2 Markierungen für eine Krankheit. Wo sind denn die anderen Kranken? Hm, checke ich jetzt gerade nicht. Kann der Moser, warte mal, jetzt muss ich mal nochmal gucken hier in den Brutkasten. Kann der Moser jetzt eigentlich koexistieren mit irgendwem? Das wäre mal noch ganz spannend zu wissen. Mag Meeresbewohner klein, mag nicht Meeresbewohner groß. Was ist denn Meeresbewohner klein? Das hier ist wahrscheinlich Meeresbewohner groß, schätze ich mal. Mag nicht Meeresbewohner klein. Guck mal, der würde aber mit den Großen theoretisch klarkommen, der Plesiosaurus. Aber ich würde schon gerne für den Plesio doch nochmal eine extra Lagune machen, wahrscheinlich. Guck mal, Attenborough-Saurus, das ist ja geil. Nach Richard Attenborough. Nach dem Schauspieler von John Hammond. Das wäre ja lustig. Was haben wir hier? Elasmosaurus, der ist auch cool. Und Ichthyosaurus. Ja, die will ich auch alle noch haben. Mosas fressen Plesios. Nee, fressen die nicht Ichthys? Dachte ich. Forschung abgeschlossen. Verbesserte Einrichtungen. 3 Objekte freigeschaltet. Jawohl, nice. Dann bauen wir nämlich hier vorne gleich mal die mittelgroße Einrichtung. Für, was hatten wir da jetzt gesagt? Trinken, genau. Machen wir es mal hier so. Nee, warte mal. Da könnten wir theoretisch noch Tribünen bauen. Hier, genau. Hier machen wir das jetzt. Konfigurieren. Aromatisierte Milchcafés. Moment. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier jetzt am besten ist. Ja, doch. Milchkaffee. Dann brauchen wir mehr Infotainment auf jeden Fall. Eine Skelettausstellung auf jeden Fall. Ein Fischtank kann nicht schaden. Und das Spielbärreich. Aber warte mal, da brauchen wir gar nicht so viel. Wir brauchen mehr Karaoke. Nee, Fotokabine und Karaoke. Ein Selfie-Spot. Ein Springbrunnen. Ein Wasserspiel. Ja, komm, mach Wasserspiel, genau. Was ist denn nun schon wieder? Mann, man kommt hier einfach zu nichts. Was ist denn nur los? Wer ist denn da jetzt schon wieder krank? Okay, nee, alles gut. Alles okay. Ich habe mich nicht beerschwert. Man muss immer erst meckern, damit es was wird. Puh, so, dann würde ich mal sagen, neuer Lagunenbärreich. Wie sieht's mit den Fossilien aus? Die sind jetzt rangeschafft, genau. Ich möchte noch mal mehr Plesio haben jetzt. Auch wenn die Aufgabe jetzt eigentlich eine andere ist. Aber ich möchte es jetzt trotzdem haben. Hier, du gehst mal dahin und holst mal noch mehr Plesio. Und dann analysieren wir gleich mal hier die Fossilien, die wir jetzt bekommen haben. Hier, Plesio, genau. Analyse. Was haben wir hier noch? Raptor. Irgendwas, genau, das hier, genau. Wissenschaftler hinzufügen. Das macht wieder Murphy. Murphy kann das. Der ist Profi beim Analysieren. Genau, Raptoren. Ja, ich ignoriere jetzt mal die Sache mit den Raptoren. Ich möchte irgendwie vorher noch die Meerestiere ein bisschen mehr freischalten, weil
wir müssen die ja in dem Chaos-Theorie beziehungsweise in den Story-Modi freischalten, die Tiere. Und ich schätze mal, wenn ich das hier jetzt nicht mache, habe ich die dann im Sandbox-Modus beziehungsweise im Herausforderungsmodus möglicherweise wieder nicht zur Verfügung. Deswegen, damit ich da die volle Auswahl an Dinos habe, muss ich die möglichst hier halt freischalten. Damit ich halt hier die ganze Palette auch habe, die Jurassic World Evolution 2 mir bietet. Aber wir können ja trotzdem schon mal gucken, wie viel Genom haben wir denn jetzt schon auf dem Raptor. Guck mal, der ist auch noch gar nicht lebensfähig. Da müssen wir noch ein bisschen dengeln. Was können wir denn noch erforschen nebenbei noch? Hier, wir können doch noch Forschung machen. Wir können doch mal noch hier. Oh ja, warte mal hier. Der Meeresreptilien Stufe 3, genau. Da geht doch was, oder? Was braucht man da? 12 Genetik? Und, ja, so, guck mal. Wenn die das machen, lass mal die das mal machen. Kriegen wir neue Dinosaurier noch. Ist doch eine gute Idee. Und du brauchst noch ein Gehege für den Raptor. Das ist richtig. Da weiß ich gar nicht, wo wir das jetzt hinbauen wollen. Vielleicht auch mehr so hier hinten, wo die Dimorphodons auch sind. Hier so vielleicht so ans Aviarium noch so ranflanschen. Mit ein bisschen im Abstand vielleicht, dass es nicht ganz so krass dicht dran ist. Und wir müssen eigentlich auch noch Platz lassen für die Hochbahn. Das ist eigentlich auch noch so ein Punkt. Die muss auch noch irgendwo hin. Wenn der Park größer wird, wollen die nämlich irgendwann nicht mehr laufen, die Leute. Dann wollen die mit der Hochbahn fahren. So, da bin ich mal jetzt gespannt. Wir haben eine Forschung am Laufen. Wir haben eine Expedition am Laufen. Und wir brauchen, glaube ich, auch mal mehr Strom. Kann das sein? Warte mal. Boah, ja, so langsam, aber sicher wäre das vielleicht meine ganz gute Idee. Hatte ich da nicht schon einen Node wieder freigeschaltet beim Strom? Irgendwas hatte ich doch da gemacht. Hatte ich Upgrades erforscht? Nee, Upgrades haben wir nicht. Sturmabwehr wäre aber auch mal so ein Ding, was wir brauchen. Forschung abgeschlossen. 3 Objekte freigeschaltet. Okay, lass mal gleich bei Strom nochmal nachlegen hier. Verbessertes Stromnetz. Großes Umspannwerk. Verstärker-Umspannwerk. Kleines Kraftwerk, großes Kraftwerk, erhöhter Output. Lass das mal machen. Eine Logistik von 9, dann macht ihr zwei das mal. Mehr Upgrades und mehr Kraftwerke und so. Ist jetzt, glaube ich, der Punkt erreicht. Wenn wir jetzt weiter Gehege und so und Attraktionen bauen und größere Gebäude, haben wir sonst irgendwann einfach keine Stromreserve mehr. Und das wäre nicht so gut. Ach was, Raptoren brauchen Freiraum. Also glückliche Raptoren aus freilaufender Haltung und gefüttert mit ganz leckerem Turi-Fleisch, nur das Beste. Die echten Raptoren, die richtig gut gefüttert und die fressen eigentlich das Parkpersonal, habe ich gehört. Also da muss man immer mal einen Mitarbeiter, der nicht performt hat, ja, der nicht die Quote erfüllt hat, der muss dann ins Raptorengehege und putzen. Das ist der heiß geliebteste Job. Und wer wieder rauskommt, ist Mitarbeiter des Monats, auf jeden Fall. So, gucken wir mal bei Forschung. Jetzt haben wir ja hier das Kraftwerk-Dings gemacht. Oh ne, das läuft noch, oder? Ne, Moment, was hatten wir jetzt bekommen? Hier Fossilien haben wir jetzt bekommen, genau. Fossilien müssen wir analysieren. Oh Baby, jawohl. Plesiosaurus. Und nochmal Raptor. Wissenschaftler hinzufügen. Da machen wir jetzt mal... Ja, sie kann das machen. Oder nee, warte, sie kann das machen. Sehr gut. Nice. Sturm? Nee, ich baue jetzt hier noch eine Lagune. Ich will noch einen Plesiosaurus haben. Lagune. Ja, warte mal, erstmal Straßen bauen. Nicht, dass wir dann wieder nicht hier noch Platz haben. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir dann wieder zu wenig Platz haben. Weil die Lagune neigt ja schon dazu, uns den Platz zu rauben. Blub, blub. Irgendwie. Ah, jetzt. Ach so. Nee, warte mal. Mach das nochmal weg. Hallo? Fortschrittliche Technologie, Strom-Upgrades. Okay, nice. Mach das nochmal weg. Ich muss die. Kann ich die drehen eigentlich? Warte mal, nach links drehen. Ich muss mal so drehen, dass ich die Erweiterungspfeile so platziere, dass ich das auch erweitern kann. Nicht, dass ich das so erweitere, dass es nicht geht. Dann können wir es nämlich hier lang ziehen. Ist ja nicht, wie viel Platz der Plesio braucht.
Neues lebensfähiges Genom, Velociraptor, nice. Ja, und wir können ja den Plesio auch hier drin züchten. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht noch irgendwie eine weitere Zuchtanlage oder so. Das können wir alles in derselben Zuchtanlage machen. So, jetzt können wir hier noch Gehege, Beobachtungsposten, ne, nicht Brutstätte hier, genau. Hier, Beobachtungsstätte. Ach, verdammt, das geht da wieder nicht. Zu wenig Platz. Ich doch ein bisschen mehr Abstand lassen sollen da. Sieht man halt immer erst hinterher. Das ist so das Problem. Ich mach das jetzt dahin. Oder nee, warte mal. Nee, dahin. Da so. Warte mal, wenn ich... Oh, wenn ich die Straße noch ein kleines Stückchen verschiebe. Moment. Wie war das? Ich will noch genug Platz haben für eine Monorail. So viel zu dem Thema. Hat sich wohl wahrscheinlich jetzt erledigt. Können wir, glaube ich, jetzt vergessen. Jetzt geht das nämlich, guck mal. Und dann bauen wir hier noch eine hin. Genau. Und dann machen wir mal hier eine Straße noch durch. Straße. Straße. Straße, genau. Sehr nice. Und Strom natürlich noch. Schön hier so dazwischen. Strom, 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 Strom. Und dann gucken wir gleich mal, genau, wegen Stromversorgungsverbesserung können wir auch gleich mal nachschauen. Also kann ich jetzt Upgrades machen oder was war das jetzt? Erhöhter Output. Guck mal, das können wir gleich mal reinlegen hier, damit wir jetzt erstmal ein bisschen Reserven haben. Erhöhter Output. Und können wir jetzt ein mittelgroßes Kraftwerk bauen? Kleines Kraftwerk. Großes Kraftwerk. Ne, geht immer noch nicht. Okay, da müssen wir weiterforschen, weiterforschen, weiterforschen. Wir brauchen diese Einrichtungen. So, wo ist das hier? Fortschrittliche Strom. Erforderlicher Forschungs- und verbessertes Stromnetz. Okay. Das ist dann das hier wahrscheinlich. Dann, 9 brauchen wir da. Okay, warte. Dann mach du und du. Ihr zwei macht das schon. Und dann können wir die großen Kraftwerke bekommen. So, und jetzt, wie sieht's aus mit dem Genom vom Plesio? 82%. Ja, das sieht doch gut aus. Wissenschaftler hinzufügen. Da machen wir jetzt, wir brauchen wir da 9 brauchen wir da. Okay, dann, ah, die müssen wir erstmal in Urlaub schicken, glaube ich. Oder? Ah, nee, die zwei, warte, die zwei können das machen. Aufgabe starten. Und dann müssen wir die anderen beiden, müssen wir mal einen schnellen Urlaub schicken, sonst machen die Stress. Hier, ausruhen. Ausruhen, so, genau. Nice, wunderschön. Wundernice. Meine lieben Freunde. Zweite Lagune am Start und Plesiosaurus in Arbeit. So muss das sein in diesem Jurassic World. Wäre schon ein cooles Easter Egg gewesen, wenn man den Plesio in Schottland Leben fangen könnte. Ja, das wäre lustig, ne? Aber es ist schon cool, dass man den in England ausgraben kann. Das ist schon... Also es ist schon ein nettes Easter Egg eigentlich. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao.